Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu Far Cry 2. Leute, ich hoffe, ihr seid gut durch die Woche gekommen. Ja, es ist ja gerade aktuell Freitag, wenn ihr dieses Video hier seht. Es ist gerade aktuell Freitag. Ja, ich hoffe, ihr seid gut durch die Woche gekommen. Beziehungsweise... In meinem Zeitpunkt ist es jetzt gerade Dienstag, wenn ihr das Video seht, ist es Freitag. Aber das soll uns nicht aufhalten. Wir machen weiter mit der Story von Far Cry 2. Let's go! Genau, in der letzten Folge sind wir bei Mike's Bar angekommen und sind aus Parla geflohen und haben uns da auch so ein bisschen durchgekämpft, dass wir da hinkommen zur Mike's Bar. Und jetzt haben wir auch das Auto. Ja, auch mittlerweile hier schon das Auto. Ja, der Typ ist einfach immer noch nicht da. Da. Das heißt zwar, dass ich in das Gebäude hier rein soll. Oder soll ich das hier rein? Papa! Geh mal fett diese Pump, ne? Kann man noch nichts falsch machen? Ja, fuck. Irgendwo gesehen, dass ich hier wieder auf die... Da. Ich nehme die Pistole her, mit der ich ein bisschen... Fühle ich mich ein bisschen wohler mit. So. So, genug darüber geredet. Welcome. Also hier geht es, glaube ich, rein. In Mike's Bar. Dann gehen wir mal rein in Mike's Bar. Und hier ist absolut gar keiner. Das ist natürlich sehr schön. Ja, das habe ich mir jetzt natürlich auch dabei erwünscht. Das heißt, wir sollen in das Gebäude rein. Aber hier ist gar keiner. Ach. Okay, wir müssen den PC benutzen. Ihre Lieblingswaffe kann noch besser werden, wenn sie sich die Präzisions- und Vernachlässigung, was? Präzisions- und Verlässlichkeit, Verbesserung kaufen. Die Daten ihrer Waffen können sie sich in ihren Journalen und Verbesserungen ansehen. Um mehr Munition tragen zu können, stehen ihnen außerdem auch jedem Waffentyp. Wir haben. Wir haben 10, ne? Also dann gehe ich mit der hier und mit der hier. Ich auf Plan. Ja. Okay, Ah, Ziel aktualisiert. Okay. Wo kann ich mein Ziel nochmal sehen? Ah, jetzt sollen wir in das andere Gebäude rein. Jetzt sollen wir hier in das Gebäude rein, so wie es aussieht. Ja. Mission abgeschlossen. Okay. Ah, und jetzt können wir in die Bar reingehen. Jetzt haben wir da so gesehen die Erlaubnis für. Sie leben noch. Ne. Zu wem muss ich? Geschafft. Hatte keine Ahnung, was mit Ihnen war. Ich bin Michelle. Ne, schön für dich. Das juckt mich nicht. Dieses Semester
erster und bester Kamerad. Er wird Sie während bestimmter Missionen kontaktieren und Ihnen alternative Wege zur Lösung vorschlagen. Als Belohnung können Sie Ihren Ruf steigern oder Ihre Unterschlüpfe verbessern. Cool. Sie brauchen noch Medizin. Malaria verschwindet nie ganz. Das ist der Mann, den Sie brauchen. Er hat jede Menge Pillen. Wer? Ich hoffe, die Pillen wirken. Dieser Haiwan hier? Ah, hier ist das Scheißband. Alles klar. Das ist alles. Mehr habe ich nicht. Soll ich damit Ache? Nicht zerstören? Ihre Freunde machen das sonst immer. Ihnen geht's gar nicht um die Bänder. Oh, jetzt verstehe ich. Sie kriegen Ihre Pillen in der Kirche von Pala. Der Priester dort wird Ihnen helfen. Sofern Sie rechtzeitig dort sind. Nein. Sie das hier von mir. Also das soll ich mitnehmen und das... Man kann den Willen eines Menschen nicht brechen wie den eines Hundes. Je mehr man ihn... Sie gehören also nicht zu denen? Ich bin Ruben Ulubagenbi, ein freier Korrespondent. Sie sind neu hier, das sehe ich an Ihrer Kleidung. Alles viel zu sauber. Sie gehen gerade ein Risiko ein. Ich bin hier nämlich eine Persona non grata. Die Warlords wollen, dass ich das Land verlasse. Ihnen gefällt meine Story nicht. Sie handelt vom Krieg und den Warlords. Aber hauptsächlich geht es um diesen berühmten Waffenhändler, der Schakal. Das war er. Der Shaitan? Ich habe über 16 Kriege in Afrika berichtet. 16. Und er war jedes Mal darin verwickelt. Er verkauft Waffen und macht ein Vermögen, während Millionen Menschen leiden und sterben. Er glaubt, er kann im Geheimen damit weitermachen. Aber diesmal nicht. Diese Geschichten werden veröffentlicht. Über den Schakal und die Warlords. Über Soldaten, Kindersoldaten und nichtstaatliche Organisationen. Ich lasse alles auffliegen. Das klingt jetzt sehr dramatisch. Mal sehen, ob es zu Hause überhaupt jemand interessiert. Wahrscheinlich nicht. Ich führe seit Monaten Interviews mit Diplomaten, Warlords, Zivilisten. Komm, wir hören uns das jetzt an. Das Material war fantastisch. Dann haben die Soldaten meine Bänder beschlagnahmt. Geh weg! Zerstört, aber wer weiß. Das mit den Bändern war ernst gemeint. Okay, das ist schön für dich. Ich führe seit Monaten Interviews mit Diplomaten, ja, schön Warlords, für dich. Zivilisten. Das mit den Bändern war ernst gemeint. Warum kann ich dich nicht anschauen? Sorry wegen vorhin. Ja. Danke, dass Sie mich gerettet haben. Einen Gefallen vergesse ich nie. Ich kann mit einer Kanone umgehen, habe ich gelernt. Wenn man lange genug hier ist, lernt man einiges. Das ist schön für dich. Ich hoffe, die Pillen wirken. Warum blinkt das so beschissen? Egal, warte, sollen wir jetzt nach Pala fahren? Er war das, ne? Ja, okay, gut, Leute. Wir müssen jetzt nach Pala wieder. Ja, kein Bock, ne? Da. Ne? Ups. Ja, Jungs. Warte mal, Spiel laden. Ich werde das nochmal kurz laden. Irgendwie. Irgendwas ist gerade kaputt. Ich konnte die Tür gerade nicht mehr aufmachen. Gut, dann machen wir das halt nochmal. Dann ist das halt so. Dann machen wir das halt nochmal. So, das haben wir. Gut, und jetzt? Genau, ich mache mal die Map weg. So, und jetzt sollen wir in das Gebäude rein. Und da einmal die Waffen. Warte nur darauf, dass ich diesen Flammenwerfer benutzen kann, ne? Sie leben noch. Ja, ich lebe noch. Geschafft. Hatte keine Ahnung, was mit Ihnen war. Ich bin Michelle. Schön für dich. Ja, habe ich schon gesehen. Sie brauchen noch Medizin. Malaria verschwindet nie ganz. Das ist der Mann, den Sie brauchen. Er hat jede Menge Pillen. Ja, ich hoffe, die Pillen wirken. Ah,
hier ist das Scheißband. Alles klar. Das ist alles, mehr habe ich nicht. Wollen Sie es nicht zerstören? Ihre Freunde machen das sonst immer. Ihnen geht's gar nicht um die Bänder. Nicht wirklich. Oh, jetzt verstehe ich. Sie kriegen Ihre Pillen in der Kirche von Pala. Der Priester dort wird Ihnen helfen. Sofern Sie rechtzeitig dort sind. Geben Sie ihm das hier von mir. Jetzt haben wir. Man kann den Willen eines Menschen nicht brechen wie den eines Hundes. Je mehr man ihn... Das ist... Beiden? Der hier auch noch sprechen? Si, bueno. Ah, okay. Kann ich jetzt rausgehen? Ich weiß, wer du bist. Man spricht über dich. Ja, schön für dich. Muy bien. Wenn du Hilfe brauchst, such nach mir. Mein Name ist Gillen. Aber bis jetzt... Ammanak von mir, bitte. Und halt dich von den beiden Gruppen fern. Sie sind Tiere. Gut, nettes Gespräch, danke. Muss ich jetzt noch mit dir reden? Sorry wegen vorhin. Danke, dass Sie mich gerettet haben. Einen Gefallen vergesse ich nie. Ein Ding darf ich, hoffe, jetzt... die Pillen wirken. Ja, wer weiß. Ich muss ja erstmal da hinten hinfahren. Okay, jetzt darf ich gehen. Gut, ich dachte schon, ich habe irgendwas kaputt gemacht. So, wo habe ich die Karre geparkt? Oh, wir können springen. Wo ist mein Auto? Ah? Gut, dann nehmen wir die Karre. Nehmen wir das Ding. Da ist er. Wie komme ich da rein? Komme ich da rein, Jungs? Ah! Immer so aus Interesse, ne? Bin ich mit dem Ding schneller? Nein, bin ich nicht. Gut, dann machen wir das wieder weg. Aber gut zu wissen, dass wir auch Boot fahren können. Gut, dann gehen wir jetzt wieder zum Auto. Und dann fahren wir jetzt nach Pala rüber. Und fahren jetzt zu dem Priester der Priester. Alles gut, E-Klasse. Oh. Hier ist irgendwo auch noch einer.
Hier ist auch noch einer irgendwo, warte mal. Nee, warte mal, wie krieg ich die Waffe weg? Jungs. Snack ich mir so dick, aber so. So, dann fahren wir zur Kirche. Wo sind die? Ist hier? Mal auf die Map gucken. Ja, die ist hier. Wir halten derzeit keine Messen ab. Es geht Ihnen schlecht. Gehen Sie zum Arzt, bevor Sie wirklich einen Priester brauchen. Hat Ruben Sie geschickt? Er hatte etwas für mich. Tauschen Sie das gegen meinen Vorrat an Medikamenten. Ja, Bruder, ja. Ja, hier, 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 nimm. Sie sollten sofort eine davon nehmen. Sie wirken nicht lange, aber ich weiß, wie man an mehr herankommt. Nicht alle meine Leute sind weg. Viele stecken in der Klemme, voller Angst, was passiert, wenn sie zu fliehen versuchen. Okay. Andere haben beschlossen zu bleiben. Wir helfen, wo wir können, und jemanden wie Sie könnten wir brauchen. Okay. Erzähl mir mehr. Du willst nicht mehr erzählen, ne? Kommen Sie wieder, wenn Sie mehr Medikamente brauchen. Ah, okay. Ah, ja. Okay. Okay, verlassen Sie die Kirche. Okay, ich muss die Kirche erst verlassen. Und dann kriege ich den neuen Auftrag. Die Tutorial und Trainingselemente sind jetzt beendet. Das war die ganze Zeit ein Tutorial? Dank! Druck. Quipok. Was auch immer. Kann sie Postpok quasi im Hauptquartier der APR vorstellen, das mit markiert ist. Was? Mit ihren Tabellen können sie sich die Malaria im Moment unter Kontrolle halten. Tabellen gelesen. Sie können die Welt nach ihren Vorstellungen erforschen. Indem sie mit Kameraden zusammenarbeiten, können sie Unterschriftmöglichkeiten freischalten und verbessern. Sie können Wachposten ausprobieren, um an Informationen ranzukommen. Diamanten finden sie durch Erkundung. Das ist mir schon klar. Mit Diamanten können, ja, dass wir die mit Diamanten kaufen können, ja, von einer Bushaltestelle können sie sich für einen anderen, ihre Fortschritte werden dabei automatisch gespeichert, okay. Andere Nebenmissionen wie ihren Diamanten, okay. Irgendwo da draußen ist ein Waffenhändler, der als der Schakal bekannt ist. Er hat Waffen und Munition, sowohl an die UVLL als auch an die APR verkauft. Jede Waffe, jede Kugel und jede Leiche hier kann direkt zu ihm zurückfinden und töten sie. Ey, Jungs.
Gut, mir hätte vielleicht einer vorher sagen sollen, dass das nur das Tutorial. Nee, ich hab das Gefühl, ich sollte rennen. Ein Auto da. Gut, wo sollen wir hinfahren? Gehen Sie zu einer Briefing-Mission, Position. Okay. Warte mal. Ist hier eine? Ah ja, hier ist sogar eine, warte mal. Ah, die sind da oben. Die sind da hinten. Warte, da fahre ich aber eben hin. Hier kommen wir nicht rein, das heißt, ich muss von der anderen Seite wahrscheinlich rein. Wie muss ich da quatschen? Weit genug. Genau, her mit dem Zeug. Jungs. Oh. Speichern ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Hätte ich echt mal eben schnell speichern. So. Gut. Der Typ macht keine Witze. Sieh dir die Waffe an. Schakal. Was ist das für ein Name? Der Kerl spinnt. Er verschenkt die Ware praktisch. Warum bloß? Die UFLL war es auch so billig. Mir kommt die Stimme bekannt vor. Salam alaikum. Nein, weiß ich nicht. Aber du kennst mich. Ich bin der berühmte Prosper Kwasi. Ach, so wird er ausgesprochen. Ja, Achi, gib Job, kannst ja geil. Kannst du mit der Knarre umgehen, triffst du einen Typen in einem schnellen Wagen? Großes Ziel, leicht zu treffen. Redet Kwasi mit dir, Kippo? Nein, mit dem Neuen. Suchst du einen Job? Wir haben einen. Einen guten. Ein Attentat. Polizeichef. Bam. Kippo, sag ihm, wo der Mann steckt. Er fährt in der Wagenkolonne, bewegt sich. Suchen Sie sich eine Stelle an der Straße und warten Sie auf ihn. Der Wichser fährt in einem dicken SUV. Töten Sie den Bullen in der Kolonne. Am besten wäre eine Riesensauerei. Die Botschaft muss klar sein. SUV, gell? Ich hab ein gutes Gefühl. Wie wär's, wenn wir sie schon jetzt bezahlen, hm? SUV haben wir. Ja, gut. Gib Geld, ja, Mann. Überfallen Sie die Kolonne und töten Sie den Polizeichef, dann war's das. Ey, boah, gib mal her, diese. Gib mal her, diese. Ja, weiß keiner Bescheid. Die Soldaten werden nicht freundlich sein. Also Vorsicht. Doch mal. Ari, war schön mit euch zu reden. Ich komme nie wieder, ne? Jalle. So. Also, den Cowboy aus dem Hinterhalt angreifen und den Polizeichef töten. Okay, Mission-Details. Der UFLL. Ich komme immer noch nicht auf diesen Namen klar. Freundlicher Polizeichef fährt in einem Cowboy durch die Gegend. Die APR bezahlt mich, damit ich ihn töte. Ich werde ihn zerstören, Morok. Ich werde ihn auseinandernehmen. Danke, Jungs. Jungs, entspann dich. Da. Also, wo muss ich hin? Ich muss einmal gucken, wo ich hin muss. Ich muss da hoch, okay. Ist das nicht mein Auto? Warte mal, ey.
Ah, dann fahre ich direkt mit meinem Camaro weiter, ne? Geh mal her hier. Ja, das Schnuckelstückchen hier. Let's go, gib ihn. Da lang. Das heißt, ich muss hier lang. Oh, Jungs. Hand durch. Fahren hier geradeaus weiter. Ja, der kommt nämlich von da. Warte mal. Wenn ich Glück habe, fährt der hier rum. Warte mal, ich fahre noch ein bisschen vor. Ich fahre noch ein bisschen zur Brücke vor. Hier hin. So, eigentlich müsste der da jetzt. Okay, der kommt da gleich. Hoffentlich. Wenn der jetzt abbiegt, bricht durch. Aber da müsste eigentlich geradeaus durchfahren. Und der tut es. Bin der Beste. Ja, da ist er. Jux, am Bau! Einfach hin, einfach dahin.
Fuck. Hält's aus. Erstmal Kuss für den Esti. TJ. Scheißegal, ihr ist tot. Ups. Mach mal keinen Stress jetzt. Bitte, Jungs. Gebt mal eure Eier, ihr wollt doch gar keinen Stress kriegen. Ja, Jungs, komm. Das haben wir abgeschlossen. Wo sollen wir jetzt hinfangen? Gut. Wir haben das abgeschlossen, die Mission. Okay, ich wusste nicht, dass Far Cry echte Automarken besitzt. Warte, hier ist direkt eine in der Nähe. Warte, da kann ich eh hier lang fahren. Ja, oder auch nicht. Warte mal. Heißt nicht umsonst K. Guck mal, da hinten ist rot. Ah, wir sollen nach Pala, okay. Pala ist rot markiert, dann fahren wir da eben rüber. Jungs, ich will nichts von euch, bitte. Hey, Jungs, was soll ich? Monak, bei mir. Jungs. Jungs! Alter, abo! Warte mal! Abo, das war doch keine gute Idee, Jungs! Warte euch! Das lese ich mir zu fett. Mann. Was? Nein! Ei. Wach auf, wir müssen weiter.
Das ist es. Wir haben ein paar Sekunden. Verarzte dich. Da sind noch jede Menge. Check deine Ausrüstung. Pass auf da draußen. Verarzte dich. Wie? Ted, warte, ich muss noch mal kurz gucken. Wie kann ich mich noch mal verarzten? Warte, ich musste ehrlich noch mal nachgucken. Ich hab gar keine Ahnung. Das ist nicht. Das ist es auch nicht. Ah, doch, selbst heilen. Ha. Aber ist es das Richtige? Falsch. Nein. Fahrzeuge. Nein. Bewegung. Okay, dann ist das H. Ja, ich glaube, ich nehme doch lieber die hier. Ja, geh mal, ey. Da. Ja, wohin jetzt? Problem ist, wir haben kein Auto. Egal, komm, wir laufen jetzt einfach darüber. Da wird kein Auto sein. Deswegen hoffe ich, dass mir jetzt einfach irgendwie ein Auto entgegenkommt. Aha! Das Glück ist auf meiner Seite. Nehmen wir doch einfach den Kollegen hier. Und reparieren? Nein. Gut. Okay, warte, da muss ich kurz gucken nochmal. Dann fahren wir. Fahren wir nach Pala. Mit die Pistole in Pala. Gerne. So, aber die Frage ist, wo muss ich hin? Warte mal, ich fahre am besten einmal hier rum. Und hier nehmen hier diese Mission auf. Da muss ich woanders machen. Wobei, warte mal, wir fahren erstmal noch mal ganz kurz zu den anderen Leuten. Ja? Okay, ich muss die Karre hier abstellen. Moment, ich brauche Ihre Waffen, Mann. Ja, nimm, mach ich. Nimm. Speichern hier nochmal. Sogar sagen, eine Mission. Hier, die
dieser Fernsehbericht. Mach ich doch. Von Kindern, die an der Ruhr sterben, sehr traurig. Wenn die Menschen das sehen, wird es ihnen das Herz brechen. Sie werden helfen wollen und Geld spenden. Was ist das? Meine Geheimwaffe. Salamoni, mach ich. Wollen Sie einen Job? Wir hätten einen. Sagen Sie es ihm. Wir haben rausgefunden. Ich hab's rausgekriegt. Ich, Kwasi. Dass die UFLL unsere Nachbarn im Westen erpresst. Das geht um Medikamente. Fies, oder? Unsere Nachbarn haben etwas Erdgas gekauft. Es ist auf einem Zug, der im Bahnhof festhängt. Der Plan, Tankwaggons hochjagen und Deal platzen lassen. Das Bahngelände ist etwa 1,5 Kilometer westlich von Pala, direkt am Rand der Wüste. Wir möchten, dass sie zum Bahngelände gehen und die Erdgaswaggons in die Luft jagen. Es gibt nur ein Problem. Die Tanks sind ziemlich stabil. Sie müssen mitten rein und Sprengstoff benutzen. Ohne Züge keine Medikamente. Wie schade. Das hat er aus seinem Arsch gezogen gerade. Es ist ganz einfach. Gehen Sie zu den Gleisen und zerstören Sie die Erdgaswaggons. Aber mach ich. Mach ich. Seien Sie clever, das ist eine Geheimmission. Das heißt, jeder ist ein Feind, sogar die APR. Ah, dummer. Ich will doch noch auf. Gut. Leute, die Mission mache ich noch. Oh, der Karre steht da noch. Das ist er. Michel Dax hier, sind Sie fertig? Treffpunkt. Das war's, schieb den Arsch hier raus. Hallo? Nee. Hallo. Oh. Können wir mal ein paar Züge in die Luft jagen, ne? Warum nicht? Gehen wir halt mal ein paar Züge in die Luft jagen. Jungs, entspannt euch doch, hallo! Aber gut, dass man die Autos reparieren kann. So, warte mal, bin ich hier schon richtig? Oh, oha, Jungs! Jungs, was wollt ihr jetzt? Ja, ich glaube, ich sollte lieber fahren. Essig. So. Gleich mal ein paar Züge in die Luft gegangen. Habe ich Spaß drauf. Ja, da war gerade so ein Diamantkopf, ne? Die können wir auf dem Rückweg mitnehmen. Kann ich auf dem Rückweg mitnehmen.
Oh, warte, wie komme ich da am besten hin? Hier vorne ist eh nicht drin. Jungs! Entspannt euch! Jungs! Nimm doch die andere Waffe! Nein, ich hab doch H gedrückt noch. Egal, ich hab das eh geladen. Eh gespeichert. Ich hab's ja eh gespeichert, ne? Warte mal, ich speichere das mal nochmal. Ist, glaube ich, ganz clever, wenn ich es nochmal mache. So, egal. Ich nehme jetzt gerade schon 47 Minuten auf. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Die nächste Folge kommt am 22. Am 22.01. um 16 Uhr kommt die nächste Folge. Und ja. Dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.